Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist mal wieder ein Wochenrückblick. Ich habe es diese Woche geschafft, nichts hochzuladen, außer den Trailer zum Tabletop Talk. Das wird so eine Sendung sein, wo ich und die anderen Teilnehmer, das werden dann Turiel Esakin und Tabletop Fanboy, dort die ganze Zeit über verschiedene Themen, die was mit Tabletop zu tun haben, labern und die wird dann auch demnächst rauskommen. Und ja, sonst habe ich diese Woche eher weniger gemacht. Ich habe noch ein Space Marine Anmal-Tutorial auf Lager, das muss ich noch hochladen. Und irgendwas anderes wollte ich auch noch machen, das ist mir schon wieder entfallen, was das war. So, ja, wie man sehen kann, ist der Wochenrückblick diesmal nicht auf meiner Paint Station, weil ich jetzt meine neue Paint Station zulege, weil die alte war ein bisschen angeranzt. Und als erstes habe ich mir dazu immer so eine Schneideunterlage von Rossmann kaufen lassen. Ich habe sie nicht selber bezahlt, heißt das. Und ja, geschnitten habe ich da drauf jetzt noch nichts. Allerdings merkt man, dass das eigentlich ganz gutes Material ist und darauf sollte es sich auch schneiden lassen, ohne dass es gleich kaputt geht. Des Weiteren habe ich noch was gemacht. Meine Tau haben mir nicht mehr ganz so gefallen farblich, weil im Buch sieht man so die ganzen einzelnen Segmente hier von den Waffen auch so schön. Und sowas wollte ich jetzt auch machen. Und außerdem hat mir das Grün als Akzentfarbe nicht mehr gefallen. Deswegen habe ich jetzt meine Tau ein bisschen umgemalt. Also ich habe jetzt ein neues Farbschema entwickelt. Und das sind die Figuren, die bis jetzt fertig sind. Ich gehe einfach über das Ganze, über die einzelnen Flächen nochmal mit dem Mephisto Red rüber. Das sieht man hier sehr gut. Und die Akzentfarbe ist jetzt mein Evalent Sunset. Und ich benutze jetzt auch mehr. Also ich setze jetzt auch viel mehr Details, also hier so eine Markierung und einzelne Platten sind dann eben auch mal gelb. Hier auch und am Helm. Und hier hinten habe ich es auch umgeändert, sodass wirklich kein Grün mehr da ist, außer so ein bisschen, wo ich eben nicht rangekommen bin mit dem Pinsel oder nicht mehr rankomme oder keine Lust habe, dahin zu malen. Und dann kann man ja auch nochmal meinen Chris' Anzug zeigen. Dazu holen wir uns mal die Lampe her. So. Und den habe ich auch umgemalt. Da war die Shade jetzt sehr intensiv, deswegen sieht man die meisten Abstände auch ziemlich gut. Da habe ich auch noch ein paar mehr Details hingemalt. Hier zum Beispiel das Ding hier oben, die sehen jetzt viel besser aus als vorher. Und ja, und hier hinten habe ich noch grüne Sachen gelassen. Fällt mir jetzt gerade auf, die muss ich noch übermalen jetzt im nächsten Jahr, wenn meine neue Paint Station fertig ist. Gut, das war's eigentlich erstmal zu diesem Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich zum Space Marine Mal Tutorial wieder und bis zum nächsten Mal.